Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute gibt es einen kleinen Ersteindruck zu dem Bono von Holster, der ist ja seit Samstag jetzt auf dem Markt. Wir haben heute zwei Dosen gekauft und wollen euch einfach mal sagen, wie der Tabak so ist. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal den Kopfbau an. Da seht ihr schon Schnitt und Feuchtigkeit. Es ist ein gewohnter Schnitt von Holster, also mittel bis fein. Habt relativ wenig Ästchen und die Feuchtigkeit ist auf jeden Fall okay. Es war ein kleines bisschen Molasse am Boden, das heißt, da könnte man vielleicht noch ein paar Milliliter Molasse sparen, aber läuft auf jeden Fall ganz gut. Vom Geruch her war es sehr, sehr schön, also wirklich ansprechend. Ich habe eine leckere Haselnussnote im Vordergrund und so eine leicht teigige, schokoladige Note im Hintergrund, aber wirklich im Hintergrund. Also das, was vorne im Vordergrund ist, ist auf jeden Fall nur eine Haselnussnote. Kommen wir zum Rauchverhalten. Ich muss dazu sagen, zum Rauchverhalten vom Tabak. Der Kopf ist schon ein bisschen an. Wir haben eben noch ein bisschen mit der Pfeife gespielt, noch den Ersteindruck zu der Edition 4 gedreht. Deswegen, der hat vorher auf jeden Fall besser geraucht. Die Rauchentwicklung ist brutal, wie man das von Holster gewohnt ist, aber wir schauen es uns trotzdem einfach mal an. Also ihr seht schon, mittlerweile qualmt der nicht mehr so krass, aber das war auf jeden Fall von ihm deutlich besser. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Vom Geschmack her ist das wie im Geruch sehr, sehr ähnlich. Ihr habt auf jeden Fall eine leckere Haselnussnote im Vordergrund. Ihr habt so eine leicht cremige, teigige Note, die von der Haselnussnote kommt. Von der Schokolade ist jetzt nicht mehr so viel zu schmecken. Also ich finde, es ist mehr ein Haselnusstabak als ein Kinder Bueno. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt keine andere Tabaksorte, die jetzt näher an Kinder Bueno rankommt. Ich hatte sehr, sehr große Hoffnung in den Tabak und wurde ein kleines bisschen enttäuscht, aber soll nicht heißen, dass der Tabak schlecht ist. Für so einen Tabak, der in so eine cremige Richtung geht, ist es dennoch sehr, sehr gut. Also ich kann mir gut vorstellen, den ab und zu mal zu rauchen, aber es wird definitiv kein All-Day-Favorite von mir. Also so ein-, zweimal die Woche geht ja auf jeden Fall klar und kann man auf jeden Fall mal probieren, aber wird jetzt nicht mein neuer Lieblingstabak. Das habe ich mir aber auch schon gedacht bei dem Tabak, der eher so in die cremige Richtung geht. Ja, Sternebewertung würde ich ihm für einen cremigen Tabak, der Richtung Kinder Bueno gehen soll, 8,5 Sterne geben. Ich würde mir wünschen, dass er ein Ticken süßer ist, dass ein kleines bisschen weniger Molasse drin ist und dass eben die Schokolade noch ein bisschen mehr durchkommt. Deswegen 3,5 Punkte Abzug und dann kommen wir eben bei 8,5 raus. Trotzdem sehr, sehr guter Tabak, passt auf jeden Fall. Ja, so viel auf jeden Fall zum kleinen Review vom Bono von Holster. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.